Hallo, Leute, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge von Sims 4 The Legacy Challenge. Ja, Hoho, du bist mir auch so ein Hoho. Vielleicht sollte ich mal ganz kurz eben hier rein huhuhn. Dann huhut es besser. Komm mal, wenn es denn so wäre, dass das Ding jetzt starten würde, was es nicht da täten, Tutentaten täte. Funktioniert super, Teamspeak ist abgeschissen. Nicht der Server. Sag das nicht. Ich sag das, weil ich drauf bin. Wuh, der Zicker. So. Sagst du jetzt noch mal was oder sagst du jetzt nichts? Hallöchen. Geht doch. Also wenn wir da drauf latschen. Ja, ich habe gerade versehentlich jemanden reingemoved und wieder rausgemoved, deswegen hat es gerade einen Moment gedauert. Mich, sondern oder liegt einer Wurst? Isst du die noch? Ich habe nicht irgendwen gemoved, ich habe den Channel gemoved. Dankeschön. Boah, Weiber, ey. Was ist denn das? Ich habe auf gar keinen Fall nicht den Geburtstag vergessen. Du bist schuld, du warst nämlich nicht da. Ja. Hast du sie denn schon umgezogen? Natürlich nicht. Warum sollte ich auch? Steht ihr das nicht? Ja, wer weiß, was sie sonst noch so hat. Also umziehen. Boah, ey, Weiber und ihre Puppenkisten, ne? Das ist echt. Was muss ich jetzt machen? Outfits planen. Schön, wie du reagierst übrigens auch. Hi, Noemi. Da ist was Braunes im Weg. Ich kann den Chat nicht lesen. Warum nimmst du nicht einfach den scheiß Teamspeak da weg? Du hast einen eigenen Monitor? Weil das zu weit von der Kamera entfernt ist. Ah. Wieso kann sie da nicht rangehen? Was soll der Quatsch? Ah, jetzt auf einmal geht's. Naja, das ist faszinierend. Bella hat sich auch ein wenig verformt. Sag mal so. Dieser 50% ihres Lebens aus. Möchtest du das vielleicht machen? Du kannst dich doch da jahrelang mit aufhalten mit so einem Mist. Ich will mich damit aber nicht jahrelang aufhalten. Ja, ich auch nicht. Dann klickst du jetzt erstmal einfach nur die Outfits durch. Das ist Schlafkleidung, das passt ganz gut. Darf sie auch behalten. Ah ja. Ja, das kannst du es behalten. 2 Minuten meines Lebens, die ich nicht wiedersehe. Naja. Um mal eine ganz gewisse Serie zu zitieren. Ja. Of Queens. Einfach vor die Brille patschen. Das ist immer gut. Ja, nu, wenn man hier die ganze Zeit im Wartebildschirm sitzt, dann wird es halt nochmal ein bisschen langweilig. Was macht deine Finger da hinten? Wo? Bei der Wurst? Ah, nimm mal schön deine Finger von meiner Wurst weg. Riech das mal. Mir gefällt Tabea. Das ist schön. Ist das. Danke. Nein, nicht guck das an, sondern isst das. Okay, das ist auf jeden Fall nicht so ein Vielfraß wie Dingenskirchen. Wo ist denn eigentlich die alte Frau?
Ach, da hinten. Sie guckt. Warum ist die denn jetzt schon wieder sehr traurig? Jo, weil Dings weg ist, ne? Immer noch. Mein Gott, trauert die lang. 3 Tage oder so ist doch normal, oder? Kann das vielleicht sein, dass sie zwischenzeitlich noch mal am Heulen war? Nee. Ich glaube nicht. Ich befürchte schon. Oh, du kannst euch auch ins Bettchen gehen. So, geldtechnisch sind wir immer nicht auf dem besten Dampfer hier, ne? Dann müssen wir halt weiterarbeiten. Jeff sollte sich vielleicht doch besser einen anderen Job suchen. Warum? Damit er mehr Geld verdient. Er ist doch noch Teenie. Ja? Ja, aber nein. Was geht eigentlich hier mit dem Playboy? Schläft auf der Couch. Ach, genau. Vor den Computern. Ja, so macht man das ja auch. Machst du das nicht so? Oh, doch, tust du. Du schläfst oft genug auf der Couch vor den Computern. Ich weiß nicht. Letztes Jahr das letzte Mal. Na, ging nicht. Du bist aber ich wach. Lektion faul. Wilbo ist ein fauler Sim. Faule Sims schauen lieber fern als andere. Können sich überall hinlegen und geben nicht viel auf körperliche. Ja. Kannst. Hä, wer freut sich denn hier so? Ich glaube, die schläft nicht gut, oder? Nein. Nicht besonders. Warum tut sie das denn? Weiß man nicht. Wie wunderschön unsere Schlafzimmer auch schon eingerichtet sind, ne? Also ist ja... ein Traum. So, wer steht als erstes auf? Der Junge, der aufgehoben ist. Der als letztes schlafen ging. Die letzten werden die ersten sein, ne? Ja, richtig. Und hier ist auch noch was zu essen. Nom nom. Aber wieder überall alles voll steht mit den Tellern, ne? Das ist echt. Wunderschön. Push to Quark. Jeder macht gerade Push to Quark an. Quark, Quark. Huhu, Tanja. So, dann was, Tanja? Tanja König. Sag dir gerade Hi, bin auch wieder da. Hi, du Ei. Ich bin kein Ei. Doch. Und da ist ein Eierkopf. Nicht machen. Nimm die Maus in deine Hand. Mach ich doch. So. Oh toll, das Essen ist vergammelt. Das ist ja toll. Können wir das ja mal alles wegräumen, wenn du euch das Bier umkippst, ne? Fräulein. Wäre nur die zweite Tastatur, die ich dann auf dem Gewissen hätte. Aha. Dann bist du immer der erste Mensch, den ich auf dem Gewissen habe. Oh, er ist eine Krokette. Da stehen noch ein paar. Klar, den Teller geht nach da und danach geht man nach da. Er ist halt nicht besonders intelligent. Nein, ist er nicht. Hat nicht viel in der Schule aufgepasst. Stimmt. Wenn er mal in der Schule war. Abspielen wird sowieso überbewertet. Einfach mal alles. Das ist sehr langsam geworden irgendwie. Ich glaube, diese Mods sollten trotzdem mal wieder rausfliegen. Ja, können wir ja bald machen. Weihnachten ist ja vorbei, Jahreswechsel auch, jetzt geht's wieder aufs Frühjahr zu. Diese Stiefel, ne? Sehr sexy, ne? Total. Kannst du das bitte auch nochmal wegräumen?
Und dann kochst du mal was ganz lecker. Nein. Wir backen mal was. Was können wir denn backen? Brotstangen, Fertig-Brownies oder Zuckerkekse? Brownies. Du magst Brownies, ne? Nein. Möchtest du mal meinen Brownie sehen? Nein. Warum nicht? Lass den da, wo er ist. Möchtest du mal meine Wurst sehen? Nein. Die so schön schrumpelig ist mit weißem Zeug oben drauf. Du brauchst sie nicht von da oben vom Balken nehmen. Ich halte mal kurz die Wurst in die... Das ist übrigens eine Salami, die wir an Weihnachten geschenkt gekriegt haben. Die kann man auch im Mund stecken, da kann man auch ein bisschen drauf rum. Kannst du auch lassen, da wollen wir auch noch ein bisschen was von haben. Schalschig. Da sind übrigens Walnüsse drin. Walnüsse? Oh, uh-oh. Spimayo. Ja. Warum vermittelt dieses Spiel einfach die total falschen Werte? Wieso erfüllt dieses Spiel immer jegliche Vorteile? Die Augen kriegen die irgendwie alle nicht auf, ne? Mm-mm. Das ist immer noch die Krankheit von Ralph. Ja, nu? Ah! Ach ja, Ofen. Rein. Schütten. Genau. Und anstellen. Na gut, doch, kannst jetzt essen. So, ihr habt einen dicken Popo. Das hat sie von der Mutter. Ja, aber sie sollte langsam wirklich auf ihre Figur achten. Hast du Probleme oder so? Sie hat einen dicken Popo. Nee. Aber nichts im Vergleich zu Amelia Grace. Amelia Gratze. Ach ja, das waren ja Brownies, ne? Das, Komm von deiner Schwester runter, du Berg. Ja, ja. Ein Gericht nehmen. Vor allem, ich lege auch immer grundsätzlich ein bisschen Petersilienblätter zu den Brownies. Du auch, ne? Aha. Oder ist das ein Pfefferminz? Vielleicht gehört das auch einfach zu den Tellern. Klar. Hast du es nicht gesehen, dass grundsätzlich alle Teller, die überall rumstehen, immer einen grünen Fleck drauf haben? Bestimmt. Mal, was ist das hier eigentlich? Wird kahl. Hm? Du bist kahl da oben. Ich heiße nicht Karl. Dag, Dag. Dag, Dag. Boah, ist die alt geworden. Jabo. Borima hinabe. Sie passt aber noch vor den Tisch, also von daher ist alles nur in Ordnung. Erstmal ein Brownie essen. Du meinst also, ich soll die hier joggen gehen lassen, ja? Mhm. Mhm. Dann soll sie halt eben joggen gehen. Sie ist kokett mit den beiden. Ah ja. Mit einer Person davon könnte sie auch kokett werden. Ja. Bella. Ja. Mhm. Aber ist das nicht trotzdem irgendwie falsch? Ja. Im Winter. Natürlich. Warum auch nicht? Ich bin verwirrt. Aber ist egal. Lass mal erstmal stehen. Wir machen morgen weiter, übermorgen und dann machen wir, was machen wir denn dann? Machen wir dann Arbeit? Oder Bockwurst? Da kommt die Bockwurst gerade runter. Da ist übrigens gerade große Schmuse-Session. Und ja, wie gesagt, reingehauen.